Okay. Wir sind hier auf dem New TV Kongress in Hamburg und stehen jetzt mit Dr. Alexander Henschel. Alexander, stell dich einmal kurz vor. Von welcher Firma kommst du? Ja, mein Name ist Alex Henschel von der Firma Götz Partners. Ich bin Berater und mit dem Schwerpunkt auf Medien und Telekommunikation beschäftige mich natürlich damit auch mit New TV und den ganzen Trends und Technologien in dem Umfeld. Und das ist auch der Grund, warum du heute hier bist, oder was versprichst du dir davon? Genau, das ist der Grund, weil es hier natürlich sind interessante Sprecher und Redner, auch aus den USA hier. Und das ist sicherlich gut, um da neue Trends und neue Geschichten und Impressionen zu sammeln. Du sprichst schon die Trends an. Was sind denn für dich die aktuellen Trends? Ja, ich glaube, in dem Umfeld ist sicherlich das Thema Social TV ein entscheidender Trend. Und wir hatten ja jetzt hier auch gerade einen ganz netten Vortrag von Get Clue. Ein anderer ist sicherlich das ganze Thema Over the Top, OTT. Da bin ich natürlich auch gespannt und interessant, weil wir da in Deutschland sicherlich ein bisschen rückständig sind. Und da macht es natürlich Sinn, den Blick in die USA zu richten, aber natürlich auch in andere Länder, um zu sehen, was da passiert und auch zu sehen, was da vielleicht bei uns in 2, 3 Jahren kommt. Ansonsten das ganze Thema Mobile TV ist natürlich auch ein super Trend und spannend. Und ich glaube, Trendstreiber dafür, die das Ganze erst möglich machen, ist sicherlich das Thema Connected TV und die ganzen Tablets und die ganze Verbreitung der mobilen Devices. Wie schätzt du so das Werbeinventar und das Werbebudget? Wird sich das immer mehr ins Internet oder auf die mobilen Geräte setzen wahrscheinlich? Ja, absolut. Ich meine, das ist ja etwas, was man heute schon sehen kann. Gerade sehr stark zu sehen im Printbereich, wo die Anzeigenanalyse dramatisch zusammengebrochen sind, teilweise bis zu 20% und mehr, und die nicht komplett wegbrechen, sondern einfach ins Internet abwandern. Ein bisschen anders ist es geartet im ganzen Bewegtbild- und Fernsehbereich, aber auch da kann man relativ starke Bewegung Richtung Online sehen, Richtung Integration von Online-Videos von Werbung. Allerdings ist es da so, dass die etablierten Player, sprich die klassischen Fernsehsender, das schon auch sicherlich erkannt haben und das jetzt mittlerweile auch in ihre bestehenden linearen Fernsehprogramme einbinden, so dass man davon ausgehen kann, dass das im TV-Bereich nicht ansatzweise so schlimm kommen wird, wie das im Printbereich der Fall ist. Wenn man sich die letzten Zahlen anguckt, dann ist es im TV-Bereich auch eher stabil. Alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung. Gerne. Und deine Meinung. Sehr interessant. Gerne. Noch einen schönen Tag hier. Ja, danke. Ciao.